Mein Name ist Anne Schuster, ich komme aus Augsburg, vom Ensembletheater, da bin ich in der Leitung. Genau, das ist ein kleines freies Theater in Augsburg mit ungefähr 100 Plätzen. Und ich bin seit ein paar Monaten im Vorstand des Verbands Freie Darstellende Künste in Bayern auch. Ach, und ja. Wir sind jetzt seit 3 Jahren im Flausen-Netzwerk und ich bin quasi die Flausen-Verantwortliche bei uns. Super. In welchem Workshop warst du um 15.15 Uhr und worum ging es da? Ich war im Workshop Safer Spaces, wo es darum ging, eben die Arbeitsräume zu sichereren Räumen zu gestalten, sodass sie auch kreativere Räume werden, in denen man sich mehr traut, in denen man offener miteinander umgehen kann. Unsere Kritikgestalt Hanna hat uns erzählt, dass ihr auch Übungen gemacht habt. Also was hast du vielleicht von diesem Workshop mitgenommen? Was war für dich besonders? Für mich war schon wieder die Erfahrung, dass so bestimmte ritualisierte Vorstellungen, wie geht es mir heute, was wähle ich für eine Geste aus, die meine Stimmung symbolisiert, was würde ich mir für einen Gebärdennamen geben, dass das unheimlich sinnvoll sein kann, um wirklich einen sicheren Raum zu erzeugen, wo alle mal auf eine gemeinsame Ebene kommen. Das ist schon immer wieder schön, so einfache Dinge zu sehen, die dann so gut funktionieren. Hat es dir neue Perspektiven eröffnet oder kannst du vielleicht so eine kleine Geste auch noch mal zeigen oder noch mal ganz kurz konkreter machen? Schön war, also der Gebärdenname war, glaube ich, einfach Anne. Aber für mich war wichtiger, dass ich relativ schnell zeigen konnte, wie es mir geht. Es passiert ganz viel im Kopf und ich bin gleichzeitig Ohr. Das war heute so der Zustand des Tages, weil es einfach sehr, sehr viel Input ist. Man möchte ganz viel aufnehmen und es brodelt hier oben. Super, vielen Dank. Gerne.